Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind hier beim letzten Mal an Schloss Sturmschleier stehen geblieben, beziehungsweise an den Klippen am Zugang zum Schloss Sturmschleier. Wir hatten uns hier ja schon ein bisschen umgeschaut, wir haben uns auf jeden Fall hier draußen schon ganz gut umgeschaut, hatten noch ja ein bisschen was Brauchbares gefunden, Schmiedestein und ähnliches. Und wir haben uns auch schon hier den Zugang wohl angeschaut. Das ist wohl der einzige Weg für uns hier erstmal rein, wenn wir nicht durchs Haupttor wollen. Das hatten wir ja ausgeschlagen. Und etwas, das wir am Ende der letzten Folge oder in der letzten Folge viel mehr übersehen haben, da drüben. Ich nehme mal an, das ist die Kapelle der Erwartungen. Also da, wo wir unsere Reise in die Zwischenlande begonnen haben. Da, wo wir als Befleckte ja zurückgekehrt sind ins Leben. Gut, also ich glaube, das ist ja der Ort, wo wir, wie gesagt, begonnen haben, unsere Reise in der ersten Folge. Okay, finde ich sehr, sehr schön, dass wir den nochmal sehen. Also der Aufbau ist eigentlich recht eindeutig. Gut, so. Jetzt können wir uns aber erst einmal auf den Weg da reinmachen. Und wir hatten am Ende der letzten Folge ja noch nicht die Rasse. Wir hatten uns ja diese Rüstung, die wir gefunden hatten, angeschaut. Also würde ich sagen, wir nutzen die Gelegenheit, dass wir hier nochmal zurückgekehrt sind. Auf jeden Fall zum Rasten. Ja, so haben wir auf jeden Fall wieder voller HP. Dann sind zwar die drei Gegner da oben auf jeden Fall wieder da, aber das soll uns mal nicht stören. Runen können ja nicht schaden. Also von daher werden wir uns die mal nochmal vornehmen. So schlimm waren die ja nicht. Die sind uns ja hübsch, ja, ins Schwert gelaufen. So, da ist der erste wieder. Der ruft jetzt auch gerade offensichtlich seine Verstärkung. Oh, der soll uns ja mal nicht runterstoßen. Das machen denn wir. Und da kommt noch einer. Oh. Und da ist der auch schon ausgeschaltet. Ja, kein Problem hier. So, gucken wir mal uns an, was die dabei hatten. Ein Pilz. Und wir haben Beinschutz der Verbannten gefunden. Na, sehr nett. Würde ich sagen, gucken wir uns den gleich mal an. Oh, so viel Zeit muss auf jeden Fall sein. Also würde ich sagen, gehen wir auch direkt in die Ausrüstung. Vielleicht ist es ja besser als unser Mausoleum Soldatenbeinschutz. So, gucken wir mal. Also, okay, sieht aber von den Werten her schlechter aus. Körperliche Schadensresistenz ist schlechter. Leichter sind sie auf jeden Fall. Hat aber eine deutlich geringere Immunität. Oh, 20 zu 17, aber das heißt deutlich. Hat aber eine höhere Robustheit. Können Sie höchstens mal anschauen, wie die angelegt aussehen. So viel Zeit muss sein. Gucken wir uns das mal von vorne kurz an, mal sehen, ob wir viel erkennen können. Oh, sehen ein bisschen gepflegter aus, habe ich das Gefühl. Oh, sehen eigentlich ganz nett aus. Aber von den Werten halt doch um einige schlechter, wie ich finde. Also würde ich sagen, legen wir wieder unseren Mausoleums-Soldatenbeinschutz an. Oh, eindeutig eigentlich, so von den Werten her. So, aber trotzdem, wir haben schön ein Stück gefunden. Oh, und wir wissen, das sind hier Verbannte. So, dann werden wir mal hier reingehen. Wir hatten uns hier schon kurz umgeschaut. Das heißt, wir sollten uns, glaube ich, ducken. Hier war ja auf jeden Fall, genau, da saßen ja welche. Und die scheinen nichts zu machen. Gut, vielleicht, weil wir jetzt geduckt sind. Die sehen aber auch nicht wirklich gefährlich aus. Ja, die sehen auch eher aus, als wäre sie ein bisschen in Trance. Na, mal sehen. Wir versuchen mal an die ranzukommen, bevor die was machen. Wir sehen, ob das gelingt. Ja, oder sind die Beine schon ausgeschaltet. Kein Problem hier. So, und da liegen sie am Boden. Die sehen auch wirklich nicht gefährlich aus. Und das scheinen die auch eher so Diener zu sein. Ah, die haben auch irgendwie so ein, so eine Handfessel um den Hals. Das finde ich sehr interessant. Also, ich glaube, durch die Löcher, da werden die Hände gesteckt. So, dann gucken wir uns mal weiter um. Da geht's nicht weiter, in Ordnung. Dann müssen wir wohl entweder da hoch oder da geradeaus lang. Oder vorne bewegt sich was. Moment, wir ducken uns mal. Und schauen uns mal an, was sich da vorne bewegt. Da scheint noch einer von diesen Verbannten zu laufen. Der ist jetzt gerade da lang. Gucken, ob wir uns hier in Deckung halten können und den nochmal erspähen. Da vorne läuft der. Okay, da hinten liegen auch noch Überreste. Aber wir sollten uns erstmal um den da kümmern, glaube ich. Ich glaube, hier haben wir Deckung. Wir können uns den mal ein bisschen aus der Nähe anschauen. Oh, der hat aber eine große Axt. Wir sollten mal die Gelegenheit nutzen und versuchen, an dem von hinten ranzukommen. Mal sehen, ob uns das gelingt, ob wir schnell genug sind. Ja, sehr schön. Der ist ausgeschaltet und keine Gegenwehr. Großartig. Hat aber auch nichts fallen lassen. Na gut, okay. So, da sind die Überreste. Dann schauen wir uns die mal an. Aha, wir haben einmal Hakenkrallen gefunden. Und schauen wir gleich mal ins Inventar, was wir da gefunden haben. Würde ich sagen, gehen wir direkt über die Ausrüstung. Ist ja wohl eine Waffe. Da sind sie auch schon, die Hakenkrallen. Okay, ist eine Kralle vom Waffentyp her. Okay, ist wohl besser als unser Breitschwert von der Stärke- und Geschicklichkeitsskalierung, wenn ich die Werte richtig deute. In Ordnung.
Und wir haben hier die Nydien-Attribute Stärke 8 und Geschicklichkeit 14. Also schon wieder nichts für uns. Na, großartig. Tja, und die hat auch einen Blutungsverlust hier von 60, die Hakenkralle. Okay, aber haben wir sie gesehen, können wir nicht benutzen. Also ist jetzt auch im Moment erstmal müßig, darüber nachzudenken, ob die für uns was wäre. So, jetzt haben wir uns hier wohl in dem Lagerraum umgesehen. Hier war ja scheinbar auch nichts weiter. Wir gucken noch mal ganz kurz hier hinten. Nee, hier scheint nichts weiter zu sein. Dann müssen wir wohl da vorne ja die Treppe nehmen, beziehungsweise hier, ich würde eher sagen, Stiege. Und da hoch. Dann machen wir das mal. So, wir ducken uns mal sehen, ob hier irgendwas... Ja, ist irgendwer, der mit Feuer schmeißt. Das finde ich jetzt aber ja nicht nett. Gerade noch so hier sehen. Oh, das ist aber nicht nett. Okay, dann müssen wir vielleicht... Der hat uns schon wieder gesehen. Das ist nicht gut. Vielleicht müssen wir dem mal mit der Flammenschleuder beikommen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Der ist auf jeden Fall ziemlich schnell beim Werfen. Das finde ich gar nicht gut. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. So, jetzt vielleicht. Oh, da ist er noch einer offensichtlich. Und kam von rechts nochmal was. Das ist ja nicht gut. Okay, vielleicht kommt die runter, wenn wir uns hier unten verstecken. Mal sehen. Das wäre eine Möglichkeit. Nehmen wir mal das Schwert raus. Nee, die möchten nicht kommen. Könnte sein, dass das ein Fall für die Armbrust ist. Oder vielleicht können wir die von woanders aus erwischen. Ich denke aber nicht. Na, mal sehen. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Wir können ja mal versuchen. Okay, der bewegt sich da hinten doch in Ordnung. Und der schmeißt hier. Ich glaube, hier haben wir noch ein bisschen Deckung. Und der kommt jetzt wo hierher. Das ist gut. Dann lassen wir den mal kommen. Und dann sind wir einfach hier geduldig. Wir nutzen die Zeit. Und verpassen uns eine kleine dringende Heilung. Ist auch nicht so anzudringend. Oh, der schmeißt auf uns. Das finde ich nicht gut. Nicht, dass die Heilung gleich verpufft. So, jetzt schmeißt er schon wieder. Aber der kann schon zum Glück schlecht zielen. Na, das ist ja spannend hier. Ich würde sagen, dann probieren wir da Flammenschleuder. So, jetzt hat er gerade geworfen. Wir gehen mal ran und hauen ihm mal die Flammenschleuder entgegen. So, und den mal hinten weg, falls der andere nochmal wirft. Das hat er auch. So, den haben wir ausgeschaltet. So, der steht da oben immer noch wie festgewurzelt. Und der schmeißt schon wieder. Aber der kann nicht treffen, zum Glück. Na gut, okay, wir nehmen das Schwert wieder raus. Und versuchen mal, diesen Feuerangriffen auszuweichen. Okay, hier kommt mal wo hoch und dann an den Rand. Dann machen wir das mal so. Das haben wir ja schon gelernt eigentlich. So, erledigt. Das war jetzt ja kein Problem hier. So, gut. So, dann schauen wir uns hier mal erstmal um in Ruhe. So, da hinten liegt was. Da liegt auch was. Da ist eine Tür. Gut, dann machen wir das erstmal hier. Gucken wir uns erstmal die Tür an. Aha, die ist verschlossen. Das ist nicht gut. Gut, dann hoffe ich, dass wir einen Schlüssel dafür finden. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir da weiter. So, hier rechts jetzt raus. Oh, da liegt was. Moment, dann müssen wir uns wohl das erstmal anschauen. So, was haben wir hier? Santrinas Pfeil. Oha, den hatten wir noch nicht. Da haben wir gleich 10 Stück von gefunden. Dann sollten wir uns die mal anschauen. Sind jetzt für uns allerdings nicht so relevant, da wir keinen Bogen haben. Gut, dann gucken wir mal ins Inventar, was wir da jetzt gefunden haben. So viel Zeit muss sein. Gucken wir mal, da müssen jetzt die Pfeile sein, da sind sie auch schon. Santrinas Pfeil. Okay, macht 30 Schaden, 100 bei kritisch und hat den Passiveffekt, löst Schlaf aus, 96. Okay, gut, dann löst es halt Schlaf aus. Ist ganz nett, da bräuchten wir auch mal einen Bogen. Oh, da unten ist eine Fackel. Moment. Da steht einer. Okay. Ach ja, stimmt. Wir wurden ja auch beschossen von der Seite. Moment, wir müssten eigentlich oberhalb genau des Eingangs sein. Das heißt, das sind die, die uns beim letzten Mal mit Feuer beworfen haben. Ich glaube, die sind die hier sind fällig. Da stand ja schließlich noch einer. So, dann kümmern wir uns um den hier. Oh. Und da ist auch schon erledigt. Der hat was dabei. Einen Pilz. So, hat der jetzt wieder uns gesehen? Ja, natürlich. Und der schmeißt mit Feuer. Genau, das meine ich doch. Das macht er aber kein weiteres Mal. So, und der hat auch was dabei. Ein schwerender Schmetterling. Sehr schön. So, und hier haben wir eine Leiter. Und da kommt gerade einer runter. Wie großartig ist das denn? Ist uns hier noch ein Schwert gesprungen. Das war jetzt nicht seine beste Idee heute. So, wir haben eine Leiter, wo wir hochkommen. Und hier rechts ist nochmal so ein Durchgang. Da kommen wir wieder drin, oder? Ne, hier kommen wir ja nicht. Hier kommen wir nirgendwo hin. Okay, die Burg ist ja auch, oder das Schloss hier ist ja auch schwer beschossen worden. Ich möchte mal wissen, was diese, tja, was diese Einschläge verursacht hat. Das muss eine Flotte gewesen sein, was anderes kommt ja nicht in Frage hier vom Wasser aus. Nun gut, ich glaube, wir müssen hier erstmal die Leiter hochklettern. Machen wir das mal. Mal sehen, ob hier oben noch irgendwer steht. Nee, zum Glück nicht. Gut.
Haben wir das? Doch, da oben steht einer. Da steht einer, man kann das Schwert erkennen. Oder die. Ich würde sagen, das ist ein Speer in dem Fall. Ah, der hat uns nicht gesehen. Der kommt doch nie zu uns. Okay, da gibt es wohl keinen Weg. Jus, sonst wäre der wohl schon angekommen. So, jetzt sind wir aber hier in einer Sackgasse, wie das aussieht. Oder können wir hier durch? Das sieht aber nicht so aus. Doch, da ist ein Bogen zu erkennen. Doch, hier ist was. Hier kommt man durch. Gut. So, dann können wir hier wohl runter. Oh, hier steht der einer. Das ist wieder einer von denen, die da unten am Einjang. Okay, haben wir das. So, da hinten liegt was. Dann sollten wir wohl dahin gehen. So, dann hauen wir uns hier mal durch die Fässer. Und holen uns mal das, was da liegt. Was haben wir hier? Ein schwierenden Schmetterling. Na, großartig. Gut, so, ich glaube, wir müssen nach hinten weiter. Oder da haben wir uns noch nicht richtig umgeschaut. Das muss denn die Stelle sein, wo wir gerade rausgeklettert sind. Okay, dann geht das wohl hier. Oh, da oben lag ja auch noch was. Okay, wie kommen wir jetzt dahin? Okay, müssen wir vielleicht nochmal raus. Nee, da oben ging es ja nicht weiter. Dann müssen wir wohl noch einen anderen Zugang finden. Hm. Bloß wo? Hier geht es nicht weiter erst einmal. Wie kommt man denn auf die Ebene da? Hm. Moment. Da ist eine Stiege hinter den Kisten. Moment. Aha. So kommt man da hin. Sehr schön. Und hier den Kerzenleuchter, den kann man da runterstoßen. Habt ihr die Gefühl? Können wir das? Nee, können wir nicht. Der hat sich aber trotzdem gerade bewegt, als wir die Kisten kaputt gemacht haben. So, dann kommen wir hier wohl weiter. So, dann gehen wir hier mal hoch. Und da sitzt wohl einer, wenn ich das richtig sehe. Ja, lässt sich aufschalten. Großartig. Erledigt, ohne dass der uns was gemacht hat. Oh, da lag doch jetzt noch was. Moment, hier war doch gerade was zu sehen. Da unten ist was zu sehen. Oh, Moment, hier ist was zu hören. Hier war irgendwas. Uns hat... Ja, hier ist eindeutig was zu hören. Kommt das von hinter der Tür? Oder von oben? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Da oben ist was zu sehen. Da guckt einer dieser Wappenröcke von denen durch. Hier. Genau, das kann man hier gerade so erkennen oben. Okay, da oben ist auf jeden Fall noch einer. Aber wie kommen wir jetzt da oben hin schon wieder? Hier vielleicht durch? Nee, das sieht zu klein aus. Da kommen wir garantiert nicht durch. Dafür sind wir zu groß, eindeutig. Okay, mal gucken, ob es hier hinten noch irgendwo weiter geht. Weil es hinter den Kisten was versteckt. Das hatten wir jetzt gerade schon. Nee, natürlich nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Dann ist wohl der einzige Weg, weil das ist eigentlich für eine hübsche Statue hier im Moment, die müssen wir uns mal angucken. Nee, kann man nicht machen. Kann man die zerschlagen? Ja. Okay, war eine hübsche Statue, solange sie stand. Nun gut. So, dann wird wohl das einzige sein, diese Tür hier. Mal sehen, ob wir die aufkriegen. Ja, die kriegen wir auf. Großartig, sehr schön. So, dunkler Raum vor uns. Wir nehmen mal das Schild nach vorne. Da hinten liegt ein Überrest. Wir sollten nicht drauf zulaufen, glaube ich. Schauen wir mal. Uns greift noch nichts an, das ist gut. So, dahin ist auch noch eine Truhe. Ich erwarte aber, dass hier irgendwas lauert. Na, mal sehen, was jetzt gleich passiert. Okay. Wir haben wohl irgendeinen großen Gegner gefunden. Okay, der macht erstmal gleich ziemlich einen Wirbel hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen mal beiseite. Und wir gehen da hinten weg und nehmen was aus dem Fläschchen. Das war jetzt hier mein. Okay. Okay, das war nicht nett hier von ihm, weil der hier mit uns macht. Mal sehen, ob er den... Au. Schild wieder nach oben auf jeden Fall. Oh, der hat es jetzt aber ungünstig hingestellt. Und mal sehen, ob wir dem mit der heiligen Klinge beikommen können. Jetzt hier schnell, wenn der in die Ecke gedrängt ist. Wir sind in die Ecke gedrängt. Und wir nehmen halt aus der Flasche. So viel Zeit muss sein. Und der hat kaum noch HP, das ist gut. Und da ist er schon erledigt. Gut, war es ja nicht so schlimm. Gut, er hat natürlich Pech gehabt, dass er sich da einmal direkt vor unsere Klinge gestellt hat. So, wir können ihn plündern. Mal gucken, was hat er dabei? Aha, Großschwert des Exilritters. Okay, also wir haben einen Exilritter getötet. Und wir haben ein Schild des Exilritters. Okay, sind wir gleich gut ausgestattet hier. Oh, können wir mal gucken, was wir da gefunden haben. Ich nehme mal an, wir werden wieder was haben, was unendlich hohe Attributswerte hat. Na, gucken wir mal. Also gehen wir mal direkt in die Ausrüstung. Gucken wir erstmal beim Schwert bzw. in der Waffenhand. So, ist auf jeden Fall ein Großschwert, das war ja schon klar. Und, nee, hat ja keine exorbitanten Attributswerte. Hat Stärke 17 und Geschicklichkeit 9. Oh, das sieht aber sehr, sehr gut aus. Okay, also, das ist ja hier auch im Vergleich mit unserem... Ah, gut, okay, wenn das Ufi wertet wäre, gut, unser Ritter-Großschwert ist schon auf plus 3 aufgewertet. Fällt mir ein, das sollten wir vielleicht bei der Gelegenheit auch mal wieder ausprobieren. Oh, okay.
Und da müssten wir noch das Schild haben. Da unten ist es auch schon. Das können wir zum Glück auch in der Waffenhand ausrüsten. Müssen wir uns anschauen. Da haben wir hier das Schild des Exilritters. Oh, das sieht von den Werten her auch sehr gut aus. Ich glaube, jetzt sollten wir direkt mal mit unserem Schild in der Offhand quasi vergleichen. Gehen wir da nochmal hin. Okay, das scheint jetzt tatsächlich besser zu sein. Ich bin ja überrascht. Okay. Also die Schadensresistenzen sind es nicht. Es wird uns als besser angezeigt. Das ist jetzt wahrscheinlich, dass man mit mehr Waffenhand vergleicht. Also es ist definitiv nicht besser als unser aufgewertetes Messingschild plus 3, wenn man sich so die Werte anschaut. Hat keinen besseren Abwehrbonus. Heiligschadenabwehr ist nicht besser. Aber könnte auf jeden Fall was sein. Aber wir können beides tragen. Daher würde ich sagen, wir sollten uns den Spaß auf jeden Fall gönnen und uns beide Waffen mal angelegt anschauen. So viel Zeit muss sein. Ja, wenn wir so einen großen Kameraden hier schon erledigen. Oh, wenn das jetzt kein, ja, wirklich großer Gegner war in dem Sinne. Ja. So, und da haben wir das Großschwert. Das sieht doch ganz brauchbar hier aus. Okay, aber auch wieder eine langsame Waffe auf jeden Fall. Okay, gut, das ist interessant, ja. Man sieht, sie hat schwer zu tragen dran. Also da gefällt mir das kleine, schnelle Schwert doch erstmal besser. Gut, ja, werden wir sicherlich auch noch mal zukommen. Aber wir sollten auch noch das Schild wieder wechseln. Und wir sollten auch das ablegen, sonst haben wir die ja, große Tragelast höchstwahrscheinlich. Ich muss noch mal ganz kurz schauen. So, ja, wir sind jetzt bei großer Last, das muss nicht sein, aber wir werden das Bild mal entfernen, dann ist das kein Problem. Und wir werden auch die Santrinas Pfeile mal ablegen. Ja, die brauchen wir im Moment nicht, müssen da ja nicht rumliegen. So, sind wir wieder bei einer mittleren Tragelast und können uns weiter umschauen. So, jetzt war hier ein Überrest, schauen wir uns erstmal den an. Und wir haben einen rostigen Schlüssel gefunden. Aha, dann nehme ich mal an, das ist vielleicht der unten für die Tür. So, und jetzt war hier noch eine Truhe, genau, da hinten ist er auch schon. Gucken wir uns die mal an. Ja, ich hoffe, wir haben keine Transporterfalle. Nein, wir haben einen Krummschwert-Talisman gefunden. Also sprich ein weiteres Medaillon, das wir wohl anlegen können. Gut, dann schauen wir schon wieder ins Inventar. Meine Güte, jetzt gibt es aber viel zu finden. Das ist ja unglaublich viel. So, da haben wir auch schon die Talismane bzw. die Medaillons. Und da ist auch der Krummschwert oder das Krummschwert. Nee, der Krummschwert-Talisman. Und da heißt es hier verbessert die Abwehrkonter. Gut. Und ist jetzt ein bisschen unspezifisch, was er nun macht. Schauen wir mal, ob es etwas bringt, wenn wir uns die Detailansicht anschauen. Da heißt es, ein Talisman mit Krummschwert und Schwertkämpfer verbessert Abwehrkonter. Angeblich hat ein blinder Schwertkämpfer diesen Trick entwickelt, durch die man die Kunst meistert, den Gegner zu einem Angriff zu verleiten, um ihn so härter treffen zu können. Gut, da gibt jetzt nicht wirklich Informationen darüber, was es nun wirklich macht. Es verbessert ihn einfach, nur den Abwehrkonter. Gut, dann ist wahrscheinlich der Abwehrkonter härter. So, dann gibt es hier wo auch nichts weiter. Haben wir wohl die, weiß ich nicht, Waffenkammer? Nee, Waffenkammer war das nicht. Keine Ahnung, der Kerl muss sauer gewesen sein, weil man ihn ja eingesperrt hatte, vermute ich mal. So, dann gehen wir hier mal wieder raus. So, dann müssen wir wahrscheinlich unten zu der Tür, die wir gesehen hatten. Wo war denn die? Die muss hier sein, glaube ich. Genau, da ist sie. Können wir hier runterspringen, ohne uns den Hals zu brechen? Ich nehme mal an, ja, das ist nicht zu hoch, glaube ich. Mal gucken. Ja, nee, das geht. Oh, jetzt muss man hier fehlt, dass irgendwie der Boden einbricht oder die Stiege, auf der wir da gelandet sind. Mal schauen, ob der Schlüssel hierzu passt. Ja, tatsächlich, der Rostier-Schlüssel wurde benutzt. Okay, gut. So, schauen wir mal weiter. Dann müssen wir hier wohl. Die Leiter benutzt sich staunig, aber das sieht eigentlich eher aus wie ein Kerker. Ich bin überrascht. Oh, da hinten liegt ja noch was. Moment. Haben wir was übersehen? Ja, wir haben was übersehen. Okay, na, dann müssen wir da nochmal hin. Ah ja, Moment. Wie kommen wir da hin? Wir müssen da hinten lang und dann da irgendwo runterspringen. Mal gucken. So, wo war das jetzt? Es muss das hier irgendwo sein. Da hinten ist es zu sehen. Dann ist das. Aha. Dann müssen wir hier wohl hoch und da irgendwie runterspringen. Da ist es. Wie konnte man das übersehen? Ah, naja. So, dann springen wir mal da runter. Und dann gucken wir, was die Überreste dabei haben. Eine goldene Rune der Stufe 2. Das wäre ja wirklich schade gewesen, wenn wir die hätten liegen lassen. So, dann können wir, glaube ich, hier runterspringen, gefahrlos. Und was mir gerade auffällt, wir haben uns da hinten in der Ecke noch nicht umgeschaut, weil hier gibt es ja da auch noch was. Ja, da liegt noch ein Überrest. Was haben wir hier? Einmal Wurfdolche. 5 Wurfdolche, um genau zu sein. Gut, das war jetzt nicht so lohnend. Das hätten wir uns auch schon. Ja, das hätten wir auch lassen können. So, dann gucken wir mal.
Also, jetzt ist hier eine Leiter, da können wir die wohl benutzen. Jetzt bin ich nur ein bisschen überrascht, ist das nicht ein Kerker? Ich hätte das als Kerker verortet. Aber, na gut, das sind wohl keine Kerker hier. Muss irgendwas anderes sein. So, dann hoffe ich, da oben lauert uns keiner auf. Nee, hier ist keiner, sehr schön. Jo, dann nehmen wir trotzdem mal das Schild hoch und gucken mal vorsichtig um die Ecke. Okay, hier scheint es zu sein. Da hinten liegt was. Okay. Wir gucken erstmal nach links, würde ich sagen. Sind wir vorsichtig. Hier ist eine Stiege. Und hier kommt er und springt uns an. Also, du kannst ja nicht mit Feuer geworfen. Das wäre schlimmer geworden. Und ich glaube, er hat auch halbwegs hier ein Schild gehauen. Und hier ist noch was zu hören. Das klingt aber wie Fledermäuse. Und hier ist eine Stiege, eine weitere. Gehen wir doch mal hier hoch. Mal gucken. Da hinten sitzt einer. Da liegt nicht nur was. Wir ducken uns mal und schleichen uns mal an den an. So, der hat nichts mitgekriegt und hat dafür das Schwert in den Rücken gekriegt. Sehr schön. So, hat was dabei? Nee, der andere hier hat was dabei. Oder die Überreste haben noch was wir plündern können. Einen silbernen Federtierfuß. Okay, einen silbernen hatten wir noch nicht. Einen goldenen hatten wir schon. Ist, glaube ich, ein Herstellungsmaterial, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Nee, ist was anderes. Ist ein Verbrauchsgut. Erhöht kurz die Objektentdeckung. Aha. Das ist ja sehr interessant. Ah ja, stimmt. Der goldene Federfuß war für die Runenausbeute und der ist für die Objektentdeckung. Okay, müssen wir vielleicht auch mal irgendwo einsetzen, wo es sich lohnt. Nun gut, ich glaube, das ist eher was für später. Ich glaube, die sollte man sich für also für die ja, späteren Zonen aufheben. So klingt das für mich. So, was ist hier? Hier ist wieder ein Durchbruch. Gibt es da wieder irgendwas, was da liegt? Nee, aber hier jetzt irgendwo raus. Aha, okay. Hier kommen wir wo weiter, so wie das aussieht. Okay, dann sind wir wohl erstmal durch, wenn ich das richtig einschätze. Das ist sehr interessant. Gut, da hinten lag, aber da drinnen lag vor allem noch was. Aber wir können uns ja mal trotzdem schon mal umschauen. Ich würde trotzdem nochmal zurückgehen wollen, auf jeden Fall. Da hinten ja noch was lag. Also, das müssen wir uns anschauen. Hier kriegen wir nochmal einen besseren Blick da drüben auf, ja, die Kapelle der Erwartung wohl. Ja, das sieht genauso aus. Und da ist, ja. Ich glaube, da ist auch diese, na, was auch immer das war, Krabbe kann man dazu nicht sagen. Dieses Riesentier, gegen was wir am Anfang gekämpft haben, was das war, schon so lange her. So, jetzt haben wir hier erstmal noch Überreste. Gucken wir uns erstmal die Überreste an. Pilz, okay, großartig. So, jetzt können wir mal hier einen Blick von der Kante werfen, ob es da irgendwo weitergeht. Nee, okay, hier ist nur Sackgasse. Gut, dann gehen wir wieder zurück, vorsichtig. Wir müssen ja nicht da irgendwie runterstürzen, das wäre jetzt schade. Aber wir haben noch keinen Ort der Gnade entdeckt. Das ist schon ein ganz schönes Stückchen Weg, was wir hier gemacht haben. Wir haben noch keinen weiteren Ort der Gnade gefunden. Ich bin etwas überrascht. So, das ist auch ja keine Zone in dem Sinne. Das ist hier wohl auch wieder so weit ähnlich. Naja, wie ich es auch schon drüben im Süden der Halbinsel der Tränen benannt hatte. Es ist auf jeden Fall, da ist ein großer Ritter. Ich habe ihn schon gesehen. Wir sollten uns vielleicht wirklich erstmal nach einem Ort der Gnade umschauen. Oh, vielleicht liegt er auch hinter dem. Nee, jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Nee, so wie ich es in Schloss Morny schon benannt hatte. Also wahrscheinlich so eine Art großer Dungeon. Freiluft-Dungeon sozusagen. Uninstanziert. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Großer Ritter muss jetzt nicht gleich nochmal sein. Hatten wir ja gerade eben schon. Ist ja langweilig. Kann sich aber was anderes einfallen lassen. So, wir schauen mal hier rein nochmal. Vielleicht gibt es ja hier einen Ort der Gnade, den wir übersehen haben. Und da hinten lag auf jeden Fall noch was. Das heißt, wir sind hier drin auf jeden Fall noch nicht fertig. So, und da lag ja auch noch irgendwie, ja, so ein Überrest. Ja, auch irgendwie in so einer Felsspalte. Oh, hier ist eine Kante. Da müssen wir wohl rüberspringen, da sollte man nicht runterfallen. So, oh, da sitzt ja einer. Und da beschmeißt uns einer mit Feuer. Das finde ich gar nicht gut. So, der ist erledigt und hier kommen wir wohl rüber und der beschmeißt uns mit Feuer. Na, zum Glück hält das Schild auf Feuer auf. So, ist der Kerl ausgeschaltet hier. Das geht ja gar nicht, dass der uns bewirft. So, da hinten liegt was. Und da genau das meine ich. Da ist. So, hier haben wir erstmal Feuerfett gefunden. Und da drüben genau das meine ich. Da müssen wir jetzt wieder oberhalb sein. So, wir kommen jetzt dahin. Da musst du doch hier irgendwo einen Durchgang geben. Mal schauen. Den werden wir denn wohl finden? Aha, also. Ich denke, entweder da drüben oder hier durch. Aha, okay. Das sieht hier irgendwie aus, als würde man sich in den kleinen Hals brechen. Gucken wir mal nach unten. Ne, da geht es nicht so weit runter. Das ist gut. Dann würde ich sagen, springen wir mal hier rüber. Das ging ohne Probleme. Aber jetzt liegt da drüben noch was. Das ist ja sehr interessant. Okay, aber da würde ich behaupten, kommen wir nicht hingesprungen. So, und das hier. Das sieht mir. Da ist okay, da ist ein Balken.
Nee, aber trotzdem, man kommt doch nicht so ruhig gesprungen. Nee, das wird nicht. Und Sturmwind können wir nicht rufen. Mir fällt nur gerade auf, wir sollten vielleicht kurz was für unser HP tun. Das sieht nicht ganz so gut aus. Wer weiß, was jetzt hier in der Ecke schon wieder lauert. Ich weiß, dass uns noch einer mit Feuer oder so beschmeißt. Boah. Und dann brauchen wir auf jeden Fall mal einen Schluck aus den Himmelstrieren. So viel Zeit muss sein. So, nehmen wir wieder die Fläschchen. Also langsam wird es aber wirklich Zeit, dass wir mal einen Ort der Gnade finden, denn da haben wir schon einiges von uns verbraucht. So, auf jeden Fall. Nee, hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, der sieht auch, man kommt vielleicht von hier draußen daran. Nee, ist aber nicht. Da ist auf jeden Fall eine Holzplanke. Tja, vielleicht kann man sich irgendwie von oben fallen lassen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Wer weiß, wer weiß. Hier von drin sah mir der jetzt aber nicht möglich aus. Oh, da hinten steht einer. Der ist zu sehen. Ach, das ist ja, den wir von unten schon gesehen haben. Das ist ja mit dem Speer. Mal sehen, ob wir den erwischen können. Hier. Ui. Der hat einen Abgang gemacht. Das ist ihm, glaube ich, nicht bekommen. Aber er ist, glaube ich, nicht gestorben. Oh, da kommt ja noch einer. Mit der Armbrust, so wie es aussieht. Oh, bis der die Armbrust hier laden und gespannt hat, ist er erledigt. So, wo sind die anderen jetzt hin? Ich glaube, der ist ja unten gestorben. Nun gut. So, sollen uns mal nicht stören. So, hier kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir wohl wieder rein. Und da drüben sind die Überreste, die wir gesehen haben. Das hatte ich erhofft. Sehr schön. Und wir haben einen Ziegelhammer gefunden. Meine Güte, schon wieder was Neues gefunden. Okay, da müssen wir wohl schon wieder ins Inventar und uns den anschauen. Also, wo haben wir den? Natürlich unter Waffen. Oh, gut, hätten wir vielleicht über das Ausrüstungsmenü gehen sollen. So, da ist er auch schon. Ziegelhammer, ein Kriegshammer. Ja, sieht erstmal ganz nett aus, hat aber, oh je, exorbitant hohen Stärkewert. 31 bräuchte man dafür, aber eine schöne Attributskalierung von B hier bei Stärke. Okay, also der macht ordentlich, ja, der hat Wumms, würde ich mal behaupten. Das sollte man sich vielleicht mal aufheben. Oh, ich habe schon einen jetzt gefunden, ein Großschwert gefunden, einen Kriegshammer gefunden. So, und jetzt müssen wir irgendwie, ja, wo müssen wir jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Wir sind von da gekommen, können wir da auch wieder zurück? Das könnte ja sein. Moment. Ja, das war eigentlich kein Problem. Hier sind wir bloß rübergesprungen. So, dann können wir wohl darüber springen. Machen wir das so mit so ein bisschen Anlauf. Ja, kein Problem. So. Dann hier wieder rüber. Oh, und jetzt lag hier links was. So, und hier ist ein Balken. Kommen wir da ran? Probieren wir mal aus, ob das klappt. Das sieht aber nicht so aus. Können wir das irgendwie im Sprung vielleicht, wenn wir uns zur Seite drehen, kriegen? Ne, können wir nicht kriegen. Ne. Kann man nicht kriegen. Das ist aber ulkig. Keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen. Denn würde ich sagen, wir bewegen uns mal ganz vorsichtig auf dem Balken wieder zurück. Nicht, dass wir irgendwie runterstürzen. Das muss ja nicht sein. Sondern den ganzen Weg normal machen. Gut, dann wird das ein Mysterium bleiben, wie man da rankommt. Tja, ne, so kann man nicht springen. Von oben irgendwo vielleicht. Na, vielleicht finden wir noch einen Abgang von oben dahin. Weil es ist ja bloß eine Falle. Okay, da drüben müssen wir wohl rüberspringen. So, genau, und dann können wir den Weg nehmen, den wir schon entdeckt haben. Und dann hoffe ich, Oma, wie gesagt, dass wir langsam mal einen Ort der Gnade finden. So, hier müsste ja alles ruhig sein. Wir müssen mal gucken, ob hinter den Kisten irgendwie vielleicht ein versteckter Durchgang ist. Ne, wer weiß, ich traue denen hier alle zu. So, das war das. So, dann müssen wir wohl jetzt, ja, nach links und da hoch und uns diesem Ritter darstellen, den wir da schon gesehen haben. So kurz aus dem Augenwinkel. Aber wir können hier nochmal einen Blick runterwerfen. Vielleicht geht es ja hier noch irgendwo weiter. Na, wer weiß. Oh, lieber, wir haben uns immer mehr umgesehen als zu wenig. Nee, aber es scheint da unten nichts zu geben. Dann gehen wir also mal hier hoch und wir ducken uns gleich mal. Der ist nämlich schon auf jeden Fall zu hören. Okay, das ist, glaube ich, der gleiche Kamerad. Dann würde ich mal sagen, wir machen das noch ein bisschen anders. Wir nehmen auf jeden Fall die Flammenschleuder. Das muss ja nicht sein. Oh, mal gucken. Wenn der sich umdreht, hauen wir dem mal. Oder wir können uns von hinten anschleichen. Das könnte natürlich auch funktionieren. Weil dem damit 50% seiner HP klauen, werdet gut. Oh. Kommt der hier? Nee. Gut. Mal sehen, ob wir den jetzt ausschalten können. Das scheint ein ähnlicher Ritter zu sein. Ja, definitiv. So, jetzt braucht der aber erstmal eine Weile, bis er aufsteht. Okay, jetzt macht er auch so einen Wirbelangriff wie der andere. Und irgendwie möchte sich. Ja, das finde ich großartig. Das macht Spaß, wenn sich dann die Zielaufschaltung nicht fixiert. So, dann müssen wir jetzt dem ja erstmal kümmern hier. Und da ist auch schon ausgeschaltet. Das war jetzt nicht schön. Und wir haben Stulpen des verbannten Ritters gefunden. Na, das klingt doch großartig. Oh, das war schon wieder ins Inventar. Und wir sollten, glaube ich, bei der Gelegenheit uns erstmal eine kleine Heilung verpassen. Das war jetzt nicht so schön. So, dann machen wir das erstmal als erstes. Und noch einmal, dann sollten wir halbwegs voll sein.
Oh, werf schon mal vorsichtig hier einen Blick um die Ecke. Das sieht aus wie die Folterkammer, wenn ich mir das da drüben so angucke. Oder die Waffenkammer, vielleicht sind das Belagerungswände oder diese Schutzwände gegen Belagerung. So sieht das beinahe aus, die wir in Schloss Moyni auch schon gesehen haben. So, jetzt hatten wir aber Stulpen gefunden, die sollten wir uns mal anschauen. So, nee, wir gehen mal kurz über die Ausrüstung. Das dürfte schneller gehen, als wenn wir uns das Inventar klicken. Oh, vielleicht sind die ja direkt was für uns. Oha, die sehen gut aus. Die haben auf jeden Fall sehr hohe Schadensresistenzen, haben einfach doppelt so hohes Gewicht, nehmen mehr als doppelt so hohes Gewicht, ja, und haben geringere Immunität, aber bloß um einen Punkt. Die haben eine höhere Robustheit, und zwar deutlich, oh, etwas weniger Fokus und etwas weniger Lebenskraft, aber ein höheres Gleichgewicht. Und wir haben dann eine große Last, das finde ich gar nicht gut. Oh, wir können uns die aber mal anlegen, weißt du, die auch nicht so verkehrt. So, mal gucken. Ja, jetzt haben wir wieder die langsame Ausweichrolle. Das finde ich nicht gut. Okay, wir müssen wohl noch mehr in Kondition investieren. Aber die Stulpen sehen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall aufheben. Aber ich würde jetzt hier dem Gewicht nach erst einmal sagen, wir sollten die Bekennerhandschuhe behalten. Ist zu schwer. Ja, da sollten wir vielleicht den Helm ablegen. Dann haben wir vielleicht wieder... das könnte sich natürlich in der Summe auch ergeben. Wenn wir den Helm, wieder die Fußsoldatenkappe ablegen, unsere Bekennerkapuze anlegen und dafür dann die Stulpen anlegen, könnten wir auf ein besseres Gesamt... Nee, kommen wir leider nicht hin. Okay, dann bleiben wir wobei der anderen Kappe. Gut ist das so. Können wir jetzt nicht ändern. Nee, aber die mittlere Last sollten wir uns schon erhalten. So, dann schauen wir uns hier erstmal um. Hier haben wir auch auf jeden Fall einen Aufzug, wie das aussieht. So, der führt wohl dahin, wo wir gerade herkamen. Nee, tut er nicht. Der führt woanders hin. So, haben wir hier irgendwas hier hinter versteckt? Nee, es sieht nicht so aus. Gut, dann müssen wir uns weiter umschauen. Und ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass wir hier einen Ort der Gnade entdecken. Ah, nie nur ein Kerzenleuchter. Na gut, mal sehen, ob wir den nächsten Ritter finden. Das wäre jetzt nicht so schön. Hier haben wir auf jeden Fall einen Hebel für einen Aufzug. Okay. Da oben könnte das was geben. Mal schauen. Und hier jetzt auch noch weiter. Das ist ja vertrackt hier. Okay, ich bin gespannt, wann wir hier durchkommen. Das ist auf jeden Fall eine größere Anlegung. Da ist ein Ort der Gnade. Das ist ja großartig. Sehr, sehr schön. Da kommt ja wirklich wie rufen. Gut, dann würde ich sagen, da hinten liegt noch was. Das sieht doch ungefährlich aus. Dann nehmen wir erstmal darüber. Ich hoffe, das ist auch wirklich ungefährlich. Nee, hier fehlt der Boden. Das ist ja auch nicht gut. Aha. Aha, da müssen wir uns wahrscheinlich erstmal den... Ach, das Gerät bewegt sich nicht. Ich wollte gerade sagen, müssen wir uns den Aufzug hochrufen. Nee, da kommen wir nur hin, wenn hier die Plattform da ist. Und da möchte ich nicht runterstürzen. Ich glaube, das geht ziemlich weit runter, wenn wir uns das mal so ein bisschen anschauen wollten. Ui, 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 ui. Nicht gut. So, dann würde ich sagen, bevor wir zum Ort der Gnade gehen, wir gucken uns noch ein bisschen um. Da ist auf jeden Fall ein weiterer von denen. Okay. Okay, der hat uns aber gesehen. Gut, wir haben noch eine Flaschenaufladung. Das muss reichen. So, und der ist auch gleich erledigt. Ja, kein Problem hier. Sehr schön. Und wir werden auch beschossen. Das ist nicht gut, denn wir haben keine Armbrust im Moment angelegt. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen aus dem Ziel und gehen einfach mal hier runter, denn wir haben den Ort der Gnade ja schon entdeckt. Da müssen wir uns beim nächsten Mal mit dem auseinandersetzen. Und wir gucken mal hier noch ganz kurz rum. Hier scheint ein nächster Aufzug zu sein. Können wir den benutzen? Schauen wir mal. Ne, den können wir auch nicht benutzen. Das ist ja großartig. Nun gut. So, dann ist es das wohl erstmal gewesen. Ja, hier haben wir wohl die Rüstkammer gefunden, wenn ich mir die Helme so angucke. Na, großartig. Wir dürfen nicht keinen mitnehmen. Tja, müssen wir die erst von denen finden. Okay, hier ist auch nichts weiter. Und hier haben wir wohl das Studierzimmer oder so gefunden. Oder die Ritterstube. Wer weiß. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir werden erstmal den Ort der Gnade hier entdecken. Und wir werden auf jeden Fall erst einmal rasten. Wir möchten ja auch wissen, wo wir jetzt sind. Und wir sind jetzt im Waldturm, also im Waldturm von Schloss Sturmschleier. Gut, hätten wir das. Haben wir uns hier durchgekämpft. Das war ja schon mal interessant. Gut, so, dann würde ich sagen, soll es das für heute aber gewesen sein. Das war interessant genug, denke ich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier in Schloss Sturmschleier weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao. Und bis bald.